Ökopfad, Kruschuna, Wasserfälle. Die Morgensonne scheint auf die Gegend so, dass Praskauto im Schatten ist. Aber man sieht es und man hört es. Der unaufhörliche Lauf des Wassers, welches nie dasselbe, jedoch immer das gleiche ist. Es läuft und läuft. Es ist auch in der Zeit von Trajan und Hadrian gelaufen, deren strategische Festungen zur Beobachtung der Donauebene hier gestanden sind. Von hier aus hat das Römische Reich seine Angriffe auf Dakien begonnen. Der Wasserfall verzaubert mit seiner Wasserferie, mit der Frische und der Ruhe der Landwirtschaft. In der Wasserspritze gebrochen, bilden die Sonnenstrahlen einen wunderschönen Bogen. Das Rauschen des Wassers macht die Harmonie perfekt. Heute ist es genauso zielstrebig und eigensinnig wie auch vor Jahrhunderten, als in den nahen Felsnischen die Mönche Hesychasten Unterkunft gefunden haben. Alles um den Wasserkaskaden ist mit Moos bedeckt. Die Neigung wird steiler, aufwärts bildet der Fluss Schwellen und kleine Fontänen. Das Wasser fließt schnell und stürmisch, schäumt und stürzt hinunter. Spürt den Duft vom frischen Grün. Das erinnert uns an die wundersame Sommernacht, kühl und frisch, vom berühmten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, Elin Pelin. Die Erde, die ihren leidenschaftlichen Busen geöffnet hat und in Genuss erstarrt ist.